Philip Watts, Ingenieur für Maschinenbau und Luftfahrt aus Kalifornien. Frank Fish, Meeresbiologe aus Pennsylvania. Und Stephen Dewar, Filmemacher und Unternehmer aus Toronto. Drei Männer, die tausende Meilen trennen. Was also verbindet sie? Wir alle lieben das Meer und wir alle lieben Tiere. Wir alle interessieren uns für die Verknüpfung von Biologie und Technologie. Wir alle wollten etwas Neues und Nachhaltiges erschaffen. Wir gründeten eine Firma namens Whale Power. Effiziente Rotorblätter, abgeschaut von der Natur. Die Erfindung, auf der die Firma basiert, verdankt sie einem Zufall vor mehr als 35 Jahren. Ich war auf Urlaubsreise in Boston und besuchte einen Laden, der all diese Tierkunst hatte. In der Mitte stand ein Podest mit einem Buckelwalmodell. Ich sah, dass er an der Vorderkante seiner Flipper kleine Höcker hatte. Das machte überhaupt keinen Sinn, verglichen mit dem, was ich über Strömungsmechanik wusste. Flugzeugflügel haben ja auch glatte Vorderkanten. Ich musste herausfinden, was es mit diesen Walen auf sich hatte. Warum hatten sie diese eigenartigen Beulen? Die Frage lässt ihn nicht mehr los. Er beobachtet Buckelwale im Wasser. Sie können sich so leicht und elegant um ihre eigene Achse drehen, obwohl sie so groß und schwer wie ein Omnibus sind. 7 Jahre später bekommt Fish die Chance, den Flipper eines gestrandeten Tieres zu untersuchen. Er ahnt, dass die Buckel auf dem Flipper, die man Tuberkel nennt, Bedeutung für das Schwimmverhalten haben. Der Buckelwal kann mit seinen Tuberkeln bei höherem Anstellwinkel den Strömungsabriss verzögern. So entwickelt er Auftrieb und kann enge Wendungen schwimmen. Hätte er die Tuberkel nicht und würde die Flipper zu hoch anstellen, wäre es, wie man auf einer vereisten Straße fährt, die Kurve nicht kriegt und aus ihr herausgetragen wird. Im Computer und auch als Röntgenbild baut er den fast 2 Meter langen Flipper nach. Seine Hypothese erhärtet sich. Aber wie kann sie überprüft werden? Ich ging zu einer Reihe von Leuten, bekam aber nur wenig Interesse. Und dann ist mir diese Person begegnet, Phil Watts. Phil Watts ist kein Biologe, sondern Ingenieur. Einer, der das Meer und die Tiere liebt. Mit seinen Kenntnissen in Maschinenbau und Luftfahrt ist er der Richtige für diese Aufgabe. Ich hatte bereits in der Biomechanik gearbeitet. Und so verstand ich die Bedeutung von Biomimetik, also Konstruktionsideen aus der Evolution herzuleiten. Als Frank erzählte, dass Buckelwale die einzigen Wale sind, die diese hügeligen Vorderkanten an den Flippern haben, wurde mir sofort klar, dass das wichtige technische Konsequenzen haben könnte. Also habe ich einige strömungsdynamische Simulationen von Flügeln mit und ohne Tuberkel durchgeführt. Die Tuberkel erhöhten den Auftrieb und verringerten gleichzeitig den Widerstand. Für einen Ingenieur, der sich mit der Leistung von Flügeln beschäftigt, ist das spektakulär, wenn gleichzeitig der Auftrieb erhöht und der Widerstand reduziert werden kann. Weitere Untersuchungen folgten, mit mehreren involvierten Forschern. Bald zeigte sich, dass die Buckel Vorteile haben. Die Tuberkel kanalisieren die Strömung. Diese fokussierte Strömung bleibt nah am Flügel und hilft, den Auftrieb zwischen den Tuberkeln zu halten. Wenn wir hier und dort eine dieser Beulen haben, bekommen wir dazwischen eine Region mit hohem Auftrieb. Und was die Leistung im Wasser verbessert, könnte auch für die Luft große Vorteile bringen. Die Tuberkel verhindern also bei dem Flipper oder auch bei jedem anderen Flügel das Absacken. Dieses Absacken durch Strömungsabriss entsteht, wenn Flipper oder Flügel den Auftrieb verlieren. Nun, für den Wal ist das keine so große Sache. Er ist ja im Wasser. Aber ein Flugzeug würde vom Himmel fallen. Wenn
Der Meeresbiologe und der Ingenieur veröffentlichen gemeinsam ihre Forschungsergebnisse. Und sie formulieren ein erstes Patent der Tuberkel-Technologie. 700 Kilometer entfernt liest der kanadische Journalist und Unternehmer Stephen Dewar von ihrer Arbeit und ist sofort gefesselt von der Idee. Ich war beeindruckt von der Tatsache, dass dies komplett änderte, was wir über Strömungsverhältnisse zu wissen glaubten. Ich war so begeistert, dass ich mit den Wissenschaftlern Kontakt aufnehmen wollte. Also rief ich Frank und Phil an. Wir haben darüber gesprochen, wie all das funktioniert. Ich fragte sie, was sie damit kommerziell vorhaben. Sie riefen mich am nächsten Tag zurück und sagten, können wir mit dir eine Firma gründen? Und so ging es los. Das Team von Whalepower entwickelte Prototypen und testete sie. Es wurde eine Energieersparnis von 20% gemessen, bessere Effizienz, größere Stabilität und damit längere Lebensdauer. Ein zweites Patent wird eingereicht, das dieses Mal Europa, die USA und weitere Länder abdeckt. Unsere Tests haben gezeigt, dass ein Rotorblatt mit Tuberkeln energieeffizienter und auch leiser ist als Standardrotorblätter. Somit können wir die Technik nutzen für Dinge wie Windräder, Ventilatoren, Kompressoren und Pumpen. Unsere Pläne mit Whalepower waren, mit Entwürfen und Prototypen die Technologie zu demonstrieren, die wir dann an Hersteller in Lizenz vergeben könnten. Und genau das haben wir getan. Von kleinen Ventilatoren für die Computerkühlung über größere Zimmerventilatoren bis hin zu nachrüstbaren Modellen für Turbinen, Windparkanlagen oder sogar noch mehr. Das eine ist bereits in Lizenz, die anderen sind für die Zukunft geplant. Die Tuberkel-Technologie ist sowohl nachhaltig als auch einzigartig. Und das verdankt sie dem Blick von drei Männern, die von den Geheimnissen der Natur inspiriert wurden. Von Tieren können wir so viel lernen, wir müssen nur genau hinschauen. Tuberkel sind eine Technologie für die Zukunft, für einen nachhaltigen Planeten, auf dem künftige Generationen leben und gedeihen können. Wir haben ein Bewusstsein dafür bekommen, was möglich ist, weil die Natur bereits so viel daran gearbeitet hatte.